Denke ich an Schönebeck, heute mit Dirk Michaelis, ehemaliger Mitarbeiter der städtischen Wohnungsbau GmbH Schönebeck. Denke ich an Schönebeck, weiß ich, dass ich seit Geburt an bei uns in der Heimatstadt lebe und wohne, mein Berufsleben über 40 Jahre in Schönebeck verbracht habe, davon über 30 Jahre bei der städtischen Wohnungsbau GmbH. Und wenn man durch Schönebeck geht, sieht man an vielen Stellen und vielen Wohngebieten, was die SWB geleistet hat. Und ich freue mich, dass ich dazu einen Beitrag leisten konnte. Und in den vergangenen Jahren bis 2021 war ich bei der SWB tätig, viel dazu beigetragen habe, dass Schönebeck schöner geworden ist. Groß geworden bin ich in Grünewald, das ist ja ein Ortsteil von Schönebeck. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass wir jetzt versuchen, den ehemaligen Kindergarten in Grünewalde herzurichten für alle Grünewalder, weil vieles ist in Grünewalde weggebrochen. Es gibt keine Gaststätte mehr. Die Gaststätte Waldesruhe hat geschlossen. Der Braune Hirsch hat geschlossen. Also es sind keine Versammlungs- und Treffpunkte mehr für die Grünewalder gegeben. Jeder, der den Kindergarten in Grünewalde kennt, weiß, dass da noch einiges gemacht werden muss. Und dementsprechend finde ich es doch ganz wichtig, dass das jetzt das Thema angegangen wird. Und für alle Grünewalder, die dort eine Unterkunft haben, wo sie Familienfeiern ausführen können bzw. veranstalten können, wo andere Treffen sind, auch von Senioren. Ich fühle mich soweit auch körperlich und gesundheitlich noch dazu in der Lage, da einen enormen Beitrag leisten zu dürfen, weil ohne Ehrenamt ist eben in der Stadt Schönebeck auch vieles nicht möglich. Und mal sehen, wie schnell das mit dem Bauantrag dann klappt, wann wir dann dort anfangen können, sodass wir dann in den nächsten Jahren da einen Treffpunkt für alle Grünewalder haben. Das ist nicht bloß für Schönebeck ein Problem. Diese ganzen Dschungelparagraphen, die Behörden, bevor du eine Genehmigung kriegst und bevor du was umbauen darfst, es sind zu viele Ämter, die da ihren Segen zugeben müssen. Das betrifft Schönebeck und auch andere Städte in Deutschland. Deshalb dauert es in Deutschland manchmal sehr lange, ehe was angeschoben wird. Ich hoffe, diese deutsche Bürokratie hat irgendwann ein Ende. Vielleicht erlebe ich es noch in meinem Leben. Wäre schön. Ich fing 1987 bei der damaligen VEB Gebäudebewirtschaftung in Schönebeck an. Das war noch das DDR-System. Wir hatten ein ganz anderes Mietsystem. Das war subventioniert vom Staat DDR und sind dann mit dem Übergang in die Bundesrepublik Deutschland in ein System reingekommen, was für viele DDR-Bürger erstmal schwer zu verstehen war. Die einzelnen Mietanpassungen und Mieterhöhungen, wie man es auch besser sagen kann, waren für viele Schönebecker sicherlich sehr schmerzlich. Aber wenn wir jetzt uns unsere Stadt ansehen, sind an vielen Ecken sehr viele schöne Neubauten entstanden, alte Gebäude wurden saniert und was das Wichtigste auch mit ist, wir haben im Rahmen der Möglichkeiten versucht, die Mieten für alle Mieter bezahlbar zu gestalten. Das, denke ich, ist sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo durch die Inflation auch für viele Menschen das Problem der bezahlbaren Mieten ganz wichtig ist, wollte ich das nochmal hervorheben. Wichtig finde ich auch, dass nicht alle bloß immer meckern, wo es Dreckecken gibt in Schönebeck. Viele sollen auch mal mit anpacken und im Ehrenamt auch mal sauber was machen, was nicht unbedingt der Hausmeister oder ein anderer machen soll. Es lohnt sich für unsere Stadt, sich einzusetzen, ohne dass man dafür immer gleich irgendwelche monetären Gegenstände dann bekommt. Wir sollten dazu übergehen, dass jeder dazu beiträgt, dass Schönebeck wirklich seinem Namen gerecht wird. Klar meckert jeder mal rum oder warum macht die SWB oder die Stadt das so gemacht. Aber ich glaube, was auch sicherlich die Kriminalstatistik vielleicht von Schönebeck belegen würde, wir leben alle relativ sicher und zufrieden in Schönebeck. Sicherlich hast du immer Einzelne, die was zu meckern haben, aber im Großen und Ganzen ist der Schönebecker, darf ich so sagen, pflegeleicht. Unsere Lage an der Elbe, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Fluch deshalb, weil wir 2013 ja das sehr schlimme Hochwasser hatten, was Gott sei Dank noch relativ glimpflich für Schönebeck abgegangen ist. Und Segen, weil wir durch die Lage an der Elbe, das ist ja einer der wenigen naturbelassenen Flüsse noch in Deutschland,
Alle, die schon mal am Rhein waren, wissen, der Rhein ist eigentlich ein Kanal. Und wir haben hier noch einen schönen Fluss mit ufernahen Bäumen, Grünanlagen und Tieren, die sich dort aufhalten. Wir haben jetzt gerade hier im Grünewald einen Biber in der Verlake. Also es ist sehr schön und wir haben den Elbe-Radweg. Wir haben eigentlich das Ringheiligtum in Pömmel, das ist ja auch mit Schönebeck mehr oder weniger verbunden. Also es ist in Schönebeck und Umgebung schon so sehr viel zu sehen. Unser Waldburg-Zeilklinik, unser Kurpark ist jederzeit ein Spaziergang wert. Solequell, unser Solebad wird von den meisten Auswärtigen besucht, von den Schönebeckern weniger, das habe ich auch schon festgestellt. Das sind Sachen, die aber auch nach den 90er und in den 90er Jahren, als wir der Bundesrepublik beigetreten sind, dann entstanden sind und die man unbedingt auch hervorheben soll. Das, sicherlich gibt es noch viel zu tun, aber es ist schon viel von unseren Oberbürgermeistern und von der SWB auch geschaffen worden, dass Schönebeck lebenswerter wurde. Zukünftig, es wurde mal vom ehemaligen OB Hase in Erwägung gezogen, ob Schönebeck nicht der Stadt Magdeburg beitreten sollte, als Stadtteil, so wie Dessau und Roßlau. Kann man darüber diskutieren, ob das ein Vorteil ist? Ich glaube eher nicht, aber vielleicht sollte man darüber nochmal diskutieren und die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Ich hoffe mal, dass Schönebeck zukünftig eigenständig bleibt und noch mehr aus seinen Standortvorteilen versucht zu machen. Immer mit dem Ehrenamt der Bürger, die damit zu beitragen können. Man kann nicht alles der Verwaltung hier der Stadt Schönebeck überlassen und dann sagen, ihr müsst. Jeder sollte dazu beitragen, dass in Schönebeck sich noch einiges verbessert. Es gibt in jedem Ortsteil was Schönes zu sehen. Und jeder, der in einem Ortsteil wohnt, sollte sich für seinen Ortsteil einsetzen, damit er auch noch schöner wird. Sie hörten Denk ich an Schönebeck, ein Projekt des soziokulturellen Zentrums Treff im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt Schönebeck.